mich spielen heute als süße kleine Pinguine. Du siehst so hübsch aus. Warum hast du Piratenhut? Voll cute, oder? Richtig niedlich. Hallo. Erstmal eine Runde schlafen. Oh nein. Möchtest du eine Runde Skate Race starten? Ja, bitte. Ja, ich auch. Okay, perfekt. Wir leben auf kleinen Inseln. Wir leben leider nicht auf der gleichen Insel. Deswegen haben wir uns hier getroffen, um gemeinsam Eis zu skaten. Oh Gott, das Let's ist go! Oh. Eisskating! Eisskating! Die Kine sind so cool. Das ist so süß, oh mein Gott, irgendwie. Gell? Oh, ich mag. Oh Mist, ich bin am Schneeband hängen geblieben. Oh, ich bin auch am Schneeband hängen geblieben. Wieso? Oh. Alter, ist voll weit. Ja, gell? Der ist wahrscheinlich kleiner. Oh, ich sehe dich da vorne. Das ist ein ganz schöner Angeber, glaube ich. Ich versuche hier die Kurven zu schneiden, aber ich bleibe ständig hängen. Oh nein, aber du bist vor mir. Nein, du bist zu schnell. Okay, resume. Come on, come on, come on. Voll cool irgendwie das Ice-Skating. Ich glaube, ich bin richtig süß. Warte mal, wie viele Runden gibt es hier? Oh, warte, es gibt zwei Runden, es gibt zwei Runden. Wir können noch aufholen. Yes. Yes, okay, okay. Hier ist Lola vor mir und Rebecca, Melissa. Die habe ich jetzt eingeholt. Ich bin am Schneemann hängen gewonnen, ja. Nein, ich habe den Schneemann gekonnt umschifft. Okay, jetzt bin ich hier alleine auf einem kleinen Weg mit dem Einkaufswagen. Warte mal, bist du schon die zweite Runde unterwegs, oder was? Ja, ja, du aber auch, oder? Ja, ja, ich bin auch schon unterwegs. Oh, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Bin ich vor dir oder du hinter bist dir? Eins vor mir. Oh mein Gott. Ich sehe dich hier rumwatscheln. Okay, yes. Jetzt noch um die Kurve. Nein! Komm schon. Lola wollte mich überholen. Ah! Okay, hängen geblieben, aber ist nicht schlimm. Ich hole auf. Come on, come on, come on. Okay, das Ziel ist gleich da. Zum Greifen da wahrscheinlich schon, da vorne. Noch eine Kurve. Oh Gott, die Kurven sind alle so eng. Das konnte ich noch nie. Super eng. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Nein, 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 nein! Okay, 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 okay. Nice! Puh. Siebte! Fünfte! Ey, okay, nicht schlecht. Du bist siebte, super. Ja? Hier, guck mal. Da, bist du. Noch später. Oh, man kriegt Gems, wenn man Erster wird. Okay, dann bin ich hier wieder auf der Insel und fange jetzt erstmal an mit ein bisschen Schnee, weil Pinguine lieben Schnee. Und ich kriege scheinbar auch Geld durch Schnee. Das ist gut, weil dann kann ich mir gleich noch mehr Schnee kaufen. Ich stehe jetzt bei der schwierigen Entscheidung, Schnee oder Eis. Kostet beides 20 Pinguin-Dollar. Ich nehme nochmal Schnee. Oh, weißt du was? Schnee ist gut. Ich setze mich gleich in mein Boot und dann versuche ich mal zu dir zu fahren. Oh mein Gott, geht das? Das ist ja so cool. Das war ja voll witzig. Das war richtig cool. Warte, du siehst ja auch die kleinen Icons. Ich sehe dich da ganz weit in der Ferne. Das Ding ist, ich habe es schon mal versucht, aber es ist unfassbar weit. Und ich weiß nicht, ob man je ankommt. Verstehe. Aber wir versuchen es. Okay, okay, okay. Ich habe jetzt schon ein bisschen. Bei mir läuft super. Ich habe jetzt Eis und Schnee und werde mir bald Steine kaufen. Süß. Okay, oh. Warte, mache ich mein Nest? Kann ich gleich Eier legen? Jetzt, zack. Schlüpfen. Oh mein Gott, die Eier sind erstens mal doppelt so groß wie ich. Ich weiß. Du schlüpfst erwachsene Pinguine raus. Denkst du, da kommen erwachsene Pinguine raus? Ich denke ja. Oh, das wäre. Ich denke, sie sind größer als ich. Ich denke schon. Okay, okay, okay. Aber das wäre ja schön, dann bin ich nicht alleine auf meiner Insel. Dann kann ich mir jetzt hier eine Fishing-Route kaufen. Und ein bisschen fischen nebenbei. Fisch. Ich muss ja auch was essen hier. Kann ja nicht, ne? Einfach so überleben. Oh, ich habe einen Fisch. Oh, mit 5% sogar nur. Lilo. Direkt den nächsten. So, ich setze mich jetzt mal in meinen Hängegleiter und dann fliege ich los. Nochmal ein Fisch? Du hast auch einen Hängegleiter? Du bist scheinbar ein sehr weit entwickelter Pinguin. Ich habe hier nur meine kleine Angel und meine Insel. Harpo, ein epischer Fisch mit 1,9% und süß und lila. Echt? Cool. Was kann ich mit meinen Fischen machen? Denkst du, ich kann die essen oder sammle ich die mehr? Du kannst sie natürlich essen oder du kannst sie verkaufen, wie du möchtest. Ich kann die verkaufen. Ich kann einen großen Fischhandel aufmachen. Warte mal, ich mache hier erstmal eine Brücke. Und ich kann mir einen Fischerpinguin einstellen. Sehr gut. Gefällt mir. Oh, da ist das Boot. Verstehe, damit bist du rübergefahren. Versuch mal mit dem Boot zu fahren, bitte tu mir den Gefallen. Okay, ich versuche mal mit dem Boot zu fahren. Das Boot fährt nicht. Doch, es fährt, aber es fährt sehr langsam. Fährt es? Fahren wir? Nein. Oh, es sei denn? Nein. Nein, es fährt nicht. Okay, schreibt mal in die Kommentare. Fährt das Boot oder fährt es nicht? Ich gehe jetzt wieder auf meine Insel und kaufe noch ein Dock. Oh mein Gott, hier kann ich richtig viel Stuff kaufen. Hier, Storage. Dann kann ich meine Fische da drinnen lagern.
Das ist auch wichtig, damit man nicht runterfällt. Und ein Floß. Vielleicht kann ich mit dem Floß fahren. Oh ja, ich kann mit dem Floß fahren. Drive. Okay, okay, okay. Easy, ich schwimme in deine Richtung. Ich komme dir entgegen. Nee, aber verstehst du, was ich meine mit, das ist sehr langsam? Es ist nicht sehr schnell. Es ist eher langsam, ja. Es ist eher langsam, ich weiß. Aber ich kann hier immerhin, ne, mit meinem Floß mich auf den Weg machen. Es dauert wirklich 10 Minuten oder so, aber ich bin unterwegs. Ja, okay, dann gehe ich nochmal kurz auf meine Insel. Ich muss hier noch ein bisschen, weißt du, vorbereiten, für wenn Besuch kommt. Es ist noch nicht aufgeräumt, es liegt überall noch Schnee rum. Oh nein! Ist mir richtig unangenehm, deswegen fahre ich kurz mal wieder nach Hause. Oh, ich habe hier richtig Geld verdient, wie auch immer ich hier Pinguin-Dollar verdiene. Einfach durch die Existenz von Schnee scheinbar, aber gut. Es gibt noch eine Insel. Okay, noch mehr Schnee. Warte mal, bist und du Gras. Da? Warte, Mann, kommst ja? du? Ja, ich sehe dich. Guck mal in den Himmel. Kannst du mich ja, sehen? Ja, oh mein Gott, da hinten. Ich komme. Nein, Tatsache, das klappt. Ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwann passiert, Ronja. Aber ich Nein, ich auch nicht. Oh, wie cool. Yeah, mit dem Hanglider. Gute Landung. Hallo. Na, was geht ab? Ich habe hier schon eine kleine Hütte gebaut, damit du nicht draußen schlafen musst. Keine Sorge, gern geschehen. Oh, hier, Mann. Machst du ja eine Laterne rein, damit es schön muggelig hell ist. Ja, sehr nice. Hättest du gerne eine Tür oder du ein Fenster? Du kannst vielleicht mal einen Holzfäller anstellen, der verdient Geld für dich. Hallo. Holzfäller? Hier. Oh. 500 kostet ja nur. Ich habe keine 500, aber bald. In Kürze. Ja, ich hab 300.000. Du hast 300.000? Ich würde dir was abgeben, aber ich will irgendwie nicht. Das ist immer das Problem mit diesen geizigen Pinguinen. Das kennt man ja. Nein, ich kann nicht. Ich kann deine Dinge halt nicht. Ich weiß. Okay, warte. Ich kann mir jetzt aber hier einen Holzfäller leisten. Oh, wie süß. Und er hackt die Bäume. Ja, ich weiß. Und der verdient jetzt Geld für dich. Oder er verdient richtig Geld für mich. Ronja, hast du dir denn schon den Angler gekauft? Ah ja, den Angler habe ich mir schon gekauft, aber den Holzfäller hatte ich noch nicht. Okay, Fischer, wir haben hier einen kleinen Beruf für dich. Und zwar gebe ich dir meine Angel und dann kannst du mehr fischen, okay? Abgemacht? Okay, wird kein Pending, mache ich. So, zack, zack, zack. Und hier. Level 4 von 10. Da macht er $20. Das ist gut. Ja, nice. Das ist nicht schlecht. Ich mache 39.000 mit einem Fisch. Du machst 39.000 mit einem Fisch? Okay, jetzt kann ich auch mein Holzschneider upgraden auf Level 2. Und wenn ich noch ein bisschen angel, dann kommt er sogar auf Level 3. Okay, warte, 1 und 2 und fast ist er Level 4. Na komm, ein Hack noch. Okay, jetzt verdient er mir hier irrsinnige Mengen an Schneegeld, was auch immer. Ich weiß nicht, was die Währung ist. Ich habe das Gefühl, ich habe meine Meinung jetzt schon 5-mal geändert. So, jetzt gibt's sogar ein Fenster. Oh! Yes. 121. Komm mal ins Haus. Mal gucken, ja, wie es ist. Lass uns mal ins Haus gehen. Hallo. Hier ist nicht genug Platz für uns beide. Raus mit dir. Okay, ich schlaf draußen. Okay. Ich schlaf bei den Eiern. Ich muss ja die Eier auch wärmen, damit sie bald schlüpfen. Hier. Auch nicht zu beschweren. Ja, mach. Aber wir können mal zu einer anderen Insel. Siehst du dir da hinten? Da ist so eine Insel. Verstehe, aber ich habe leider keinen schönen Flugleiter, so wie du. Das heißt, ich bin sau langsam. Oh, das ist natürlich schade, Ronja. Das tut mir ja leid. Aber den kriegst du vielleicht, wenn du hier weiterbaust. Ja, ich hoffe es. Okay, ja, hier wenn ist du in die Richtung weiterbaust, dann könntest du den kriegen. Und was brauche ich denn alles eigentlich? Gras. Sehr wenig Gras. Für 500 Euro sind es sehr wenig Grashalme, die ich hier bekommen habe. Möchte ich nur mal anmerken, ich möchte mich beschweren. Premium-Gras. Und ein Ball. Oh, das ist ein Busch. Okay, verstehe. Ja. Dann habe ich hier eine Bank und einen gefrorenen See. Oh, kann man da... Guck mal, da könnte man trainieren. Da wären wir gut im Eisschlittschuh. Stimmt. Ich kann nicht reden, im Eisschlittschuhlaufen. So. Okay, aber was, wenn du im Dings, weil die Kurven waren mal so schwer, wenn du dann anfängst zu springen, dann nimmst du die Kurven vielleicht schneller. Oh. Ja, vielleicht ist es hier die Strategie. Yes. Okay, okay, okay. Dann hole ich mir gleich hier noch eine Bank. Die kann ich mir nämlich leisten in genau jetzt. Zack. Leider habe ich noch kein Dings. Keinen schnellen Speedglider. Ich habe auch keinen
eine 2000 für einen Ice-Skater-Pinguin, auch wenn der mir wahrscheinlich Unsummen verdient durch seine Performance, die er hier liefert. Okay, ich brauche noch einen Fisch, dann kann ich mir auch hier einen Ice-Skater holen. Der kommt dann extra auf meine kleine Pinguininsel, um hier eine Performance abzuliefern. Ja, ja. So würde ich angeln gar nicht. Der beißt nämlich nichts an. Beiß. Ein Gulbi. Okay, na gut. Ich nehme den Gulbi. Ice-Skater, bitteschön. Ey, das ist mein Platz. Sitze jetzt einfach hier. Der fährt gar nicht. Der hat gar keine Lust. Hier, Ice-Skater, fahr mal. Für 3000? Hätte ich das mal gewusst, dann hätte ich den Ice-Skater nicht angeheuert. Das ist natürlich aber eine große... Doch Geld. Noch gar nicht. Das kommt schon noch. Okay, hier sind jetzt erstmal schon mal die Ringe, wo man durch muss, damit hier nicht einfach jeder auf die Schlittschuhbahn kann. So, ich habe jetzt hier ein bisschen erweitert und weitere Inseln gebaut und dabei ist ein kleines Versehen passiert. Und zwar steckt sie hier in der Insel drin. Ich steck fest! Es tut mir leid, ich hab... Wieso baust du eine Insel auf meinen Kopf, Ronja? Ich wusste nicht, dass du da stehst. Ich stand und hat geangelt und... Dann kam die große Ladung. Ich kann mich nicht mehr raus. Was soll ich denn machen? Vielleicht kannst du dich einfach zurücksetzen und dann... Ja, ich kann mich einfach zurückteleportieren. Dann kann ich wieder herfliegen. Cool. Vielleicht können wir uns bei einer anderen Insel treffen. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht einbauen. Ich kann dir meine Insel zeigen nachher, wenn du rüberkommst. Okay, weißt du was? Dann komme ich gleich rüber. Dann komme ich dich besuchen. Zu deiner hübschen Insel. Das wäre nice. Okay. So, das war mein letzter Fisch. Ich bin jetzt bei 100.000 Dollar und kann mir damit den Glider leisten. Yippie. What? Und endlich zu dir rüberfliegen. Oh mein Gott, yes. Ich habe jetzt auch farblich angepasst. Ich weiß gar nicht, ob du das noch gesehen hast oder nicht oder ob du da schon eingebaut warst. Aber ich bin jetzt hellblau und wie schön. Passe damit perfekt zu meinem Glider und du wohnst da hinten. Das heißt, okay. Stell dich auf einen langen Flug ein. Keine Sorge, ich bin ja quasi der schnellste Flieger der Welt. Oh mein Gott, das ist deine Insel. Was? Du bist schon da? Oh mein Gott, ist deine Insel riesig. No way, du bist niemals Holy schon da. Holy moly, doch, ich bin da. Was? Hey, ist das echt hübsch? Ich sehe dich, du bist gelandet. Oh mein Gott, okay, du hast einen riesen Anwesen. Okay, warte, ich bleib bei dem pinken Baum, ja? Da bist du da. Oh, da bist du. Fliegst du nur noch mit dem Glider in der Gegend rum, weil du sonst so langsam bist. Oh mein Gott, siehst du hübsch aus. Du bist... Voll schön. Holy moly, du hast eine riesen Insel. Ja. Du bist wirklich reich. Yeah. Mein kleiner Gärtner. Das ist mein Gärtner. Das ist mein bester Arbeiter hier. Ja? 7 von 10 sehe ich hier auch. Ja. 560 verdient er dir. Geld. Okay. Zeig mich mal rum. Zeig mich mal rum, ja. Genau. Hier haben wir eine große freie Fläche. Die ist einfach nur so zum... Naja, zum Landen zum Beispiel. Für andere genau. Pinguine. Richtig. Das ist der Flugplatz. Okay. Dann haben wir hier so einen kleinen Spa mit eigenem Pool. Oh mein Gott. Ja. Oh, du hast so einen Whirlpool. Beziehungsweise einfach warm. Oh mein Gott. So schön warm. Richtig nice, oder? So ein Eis-Whirlpool. Ja. Richtig genau. Cool. Dann geht's hier. Komm mit. Okay, hier geht's okay. runter jetzt. Das ist so mein, mein Hauptplatz im Prinzip. Mein Bazar. Also hier ist so ein kleines asiatisches Lädchen. Oh, hier kannst du dir beim Koch was bestellen. Nein, Suppe, das alles, ist ja süß, willst. Der macht dir Suppe. Ja, ich weiß, richtig cool. Und hier vorne, komm mit, hier baue ich gerade meinen kleinen Themepark. Also oh mein Gott, du baust einen Themepark? Ich bin dabei, aber es ist alles gar nicht so günstig, wie du dir vorstellen kannst. Hier ich sehe hier 60.000, nur für ein paar Absperrungen. Ja, so ist es. Kann man mit dem Karussell fahren, ist jetzt meine Frage. Ah, das wäre voll cool. Vielleicht kann man das noch kaufen, dass man damit fahren kann. Wie cool. Warte, wo wohnst du? Wo ist das Haus, wo du übernachtest? Warte, ich zeig's dir kurz. Ich kaufe jetzt kurz noch hier so diese Tickentypen. Hier, zack. Hier, bei dem kannst du nämlich jetzt die Tickets kaufen. Oh, bei dem kann ich jetzt Tickets kaufen? Richtig. Klasse. Genau, und schlafen. Kommst du mit? Warte, ich flieg mal hoch. Ja, yeah. Hier ist meine Haus, also meine Insel, meine Hauptinsel Haus. Ich bin viel zu hoch geflogen. Oh, oh. Wo bist du? Warte, und guck mal, hier, ich habe sogar ein Speedboat. Du hast ein Speedboat? Hier bin ich. Ich seh dich. Yeah, hier ist mein Speedboat, siehst du? Ja, da habe ich kurz überlegt, ob ich mir ein Speedboat kaufe, um hier rüber zu fahren. Aber ganz glaube, ehrlich, das Ding ist echt langsam. Also, ja, das stimmt. Lieber nicht. Habe ich auch nicht, zum Glück. Habe extra mein Geld gespart. Ein Fisch nach dem nächsten. Yeah!
Okay. Ja, das ist meine Insel. Da ist mein Kleider und hier natürlich, das bin ich. Du bist der große, beste König der Pinguine. Siehst du das nicht? Trag doch auch eine Krone hier. Okay, okay. So, das war's mit dem Pinguin-Spiel von Izzy und mir. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal und Izzys Kanal für weitere Roblox-Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.